Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Folge Let's Play Beam & G12. Ja, wir befinden uns heute im Hauptmenü, da ja wie gesagt in der zweiten heutigen Folge. Aber jetzt mal auf diese kleinen Bildchen klicken und dann kommt ihr auch schon zur ersten, zu der ersten Folge von heute. Hat ja gestern auch zwei Folgen, heute zwei Folgen, aber das wird jetzt nicht ewig bleiben. Nur jetzt, solange wir so viel beim Update entdecken wollen. Ja, als in der zweiten heutigen Folge, in der ersten heutigen Folge Vehicle Friction angeguckt haben, also dass die Autos aufeinander stehen können ohne Bugs und wir sie schön zerstört haben mit unserem kleinen Wally, beziehungsweise Riesen-Wally. Gucken wir uns jetzt heute die letzte der drei Maps an, natürlich wie immer nie getestet. Und, ja. Wo ist sie? Hier. Hiroshi Raceway oder Hirochi. Wahrscheinlich Hirochi Englisch, aber es ist ja eher Japanisch, also denke ich mal Hiroshi. Das sollte jetzt nicht rassistisch sein. Hiroshi Raceway. Test 1. Hiroshi Raceway. Located on the eastern coast of the United States of America. Ja, ich bin mal gespannt, wie die sich so fährt. Ja. Ich hätte jetzt kurz überlegt, ob ich jetzt einen Pferdwitz mache, denn ich habe Pferd irgendwie so. So einem rollenden R ausgesprochen. Das hat sich ein bisschen wie Pferd angesprochen. Meine Lieben. Nicht ausgesprochen, sondern angehört. So, jetzt habe ich's. Und ja, wie immer finde ich das super toll, dass da unten links ein Last Green ist. Also ein. Sozusagen zeigt, wie weit das ist. Aber. Hallo? Hallöle? So, wir buggen auf jeden Fall schon mal. Nein, das wollte ich nicht. F7, haben wir ein Auto überhaupt? Ein unsichtbares. Hä? Was ist das? Sieht schon was zur Hölle. F7. Ja. Oh, warum solltest du auch funktionieren? Ich bin gleich wieder da. So, es funktioniert ja alles, nur komischerweise war die Physik nicht an. Und deswegen, ja. Ist das Auto sozusagen nicht gespawnt und nichts passiert. Und ja, jetzt gehe ich nochmal auf den Betrieb, der am normalen Startpunkt sind und nicht an dem wir es gerade hin teleportiert haben. So, und da haben wir einfach mal den Gavril D-Series, aber wir werden wechseln auf Hiroshi Sunburst, einen der zwei neuen Wagen. Natürlich wieder Sport, der fuhr sich eigentlich ganz gut. Machen wir noch ein schickes, bisschen Subaru-ähnliches Blau. Das ist nicht Subaru-ähnlich, das ist schon besser. Sieht immer noch scheiße aus, glaube ich, aber mal sehen. Ja, es sieht scheiße aus. Ist zu stark, finde ich. Unrealistisch stark. Aber ich mag die Lichter bei dem, ganz ehrlich. Ja, wir gucken uns mal an, was wir denn hier so haben. Auf jeden Fall wieder eine große Tribüne. Eine Spitzkurve hier ist... Oh, hier gibt es mehrere Strecken, verstehe. Aha, dann durch den Wald. Genau, das sollte so aus den 50ern sein, die Strecke da. Und das ist hier die neuere, sieht man hier ganz gut. Ziemlich voll. So, auf jeden Fall mal Shift U. Ich mag hier die neuen Bäume. Die sehen schön aus. Sieht echt schön aus. Gut, auf jeden Fall. Hier sind die ganzen Sitze. Die sind zweidimensional. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Das haben wir ja auch eigentlich nicht so lang. Oh, ist denn ein schöner Plätzchen. Ah, so sind die Kommentatoren das also. Beziehungsweise die Vips oder wer auch immer hier drin sitzt. So. Auch wenn. Nee, das sieht scheiße aus. Ich warte. Something. The best thing. Das ist nicht unbedingt wahr, aber es ist dennoch nicht schlecht. Egal, wir fahren jetzt einfach mal. 4 Minuten und nicht gefahren, ist langweilig. So, ich fahre hier wieder mit Tastatur. Wir könnten rechts den alten Abschnitt fahren, wir fahren aber einfach mal den neuen. Auf der Map werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal häufiger rumtreiben. Ups, das war knapp. Aber einfach, wir schaffen es halt eben nicht in einer Folge. Oh, und da ist uns ein Radarpartner gekommen. Buggt eben noch manchmal. Wir laufen hier einfach mal. Hier trennt sich's, wir fahren außen. Ich glaube, außen ist der lange Weg. Upsala. Fahren wir einfach außen. So, dann hier können wir mal Licht anschalten eigentlich. So, oh, Hiroshi, da stand sogar... Warte mal. Doch, ich dachte gerade, es wäre da mit STH geschrieben und das könnte schlecht werden. Ne, wir haben super Drift gemacht sogar. Hätte ich nicht gedacht. Da hinten war, glaube ich, ein
Abschnitt, der 50er Jahre Abschnitt. So, der ist geil zum Driften eigentlich, der Wagen. Oh, aber dennoch sollte man aufpassen, dass man nicht zwischen Kurbs und Bande hängen bleibt. F7, reloaden und los geht's. Könnt ihr natürlich jetzt auch schön mit, boah, man müsste mal so eine Rennstrecke fahren und dabei immer die Blinker betätigen müssen. Das wäre irgendwie richtig fies. Also immer so in die richtige Richtung. Natürlich auch in Kurven, damit man, weil sonst müsste man ja wenig blinken. So, hier schön über Curbs. Oh, hier können wir jetzt gleich was abfahren. Haben wir aber zum Glück nicht. Hier ein bisschen was, bisschen wie so Nordschleife, Touristenfahrt, ne? Wenn wir auch, auch böse crashen. Ja. So schnell wollte ich dann eigentlich auch noch nicht crashen, aber okay. Einfach mal so und jetzt schön mit der Handbremse. Jetzt ist die Entscheidung. Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Pause. Denn hier sieht es jetzt gut aus. So. Aber sieht schon schön aus hier. Muss man ja mal so sagen. Und dann, ich habe jetzt keine Ahnung, wo es lang geht. Ist rechts, okay. Oh, nicht zu weit rechts, nicht zu weit rechts. Ah, das war zu weit rechts. Oh, bremsen, bremsen. Okay, gut. Haben wir bekommen. Fahren nicht in die falsche Richtung, oder? Ich weiß nicht. Sieht so aus, als kämpfen wir von hier. Egal. Haben wir jetzt da vorne gerade was abgefahren? Ja, wir haben unsere Stoßstange und die klebt jetzt an den Rädern. Deswegen können wir auch so schlecht lenken. Also was mir noch auffällt, ist, dass man hier häufig hängen bleibt, anstatt abzuprallen. Muss man nochmal gucken. Something the best thing immer noch. Ja, einfach mal über das Kiesbett fahren. Und damit abkürzen. Ja, wir kommen wirklich... Nee. Keine Ahnung. Nee, wir sind schon richtig gefahren. Und jetzt sind wir auf jeden Fall eine Runde gefahren. So. Dann fahren wir mal den 50er Abschnitt. Oh Gott. Oh. Oh. Ich habe kurz überlegt, ob wir das schaffen. Wir haben es nicht geschafft. Auch wenn das nur Textures sind. Diese nur Texture-Teile haben irgendwie Flair. Einfach mal von hier so ein bisschen fahren. Gucken, wo es hier lang geht. Das ist natürlich jetzt keine Rallye-Version. Aber ich denke mal, darauf können wir mal scheißen. Ich fahre jetzt einfach mal ohne UI, einfach weil ich hier so besser fahren kann. Und man kann irgendwie viel besser mit Licht fahren hier. Deswegen lasse ich es mal an. Oh. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass wir gegen die Teile gegen crashen. Ich dachte, da können wir halbwegs durchfahren. Hey, der Origin Download ist fertig. So. Kann ich hier schön durch. Und hier geht's rechts auf die Strecke wieder. Ich kam von da rechts, also von diesmal links. Ich kam da von rechts, oder? Weiß nicht. Werden wir vielleicht gleich herausfinden. Egal, es... Oh! Ich habe mal vielleicht noch ziemlich viel hängen hier. Wenn wir da drin backen. F7. Komm, wir machen jetzt einfach mal so aus Fun, weil wir es können. Und weil es mega laggen wird. Ein Truck Racing. Ganz ehrlich, das Ding ist mega detailliert und es ist mega performancefressend. Weil es so mega detailliert und so mega groß ist. Dam, 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 Trucking. Ein bisschen Dingsrennen kann da nicht schaden, ne? Ein bisschen Truckrennen. Auch wenn der Wagen an dieser Truck eindeutig nicht dafür gedacht ist. Oh. Ja, da sollte man vielleicht... Alter. Haben richtig das Rad da abgerissen. Natürlich unschön. Oh, hier müssen wir jetzt gucken, dass wir richtig wenden. Das wäre natürlich noch so ein Seitenspiegel so ganz nett. Haben wir jetzt hinten festgefahren? Yep. Ja, auf der Strecke muss man eben mega aufpassen. So, jetzt hier rechts. Die Kurve dürften wir kriegen. Ja, kriegen wir sogar super. Muss nicht mal aufs Gras fahren dafür. Aber ist schon ganz geil, der Truck. Ich freue mich schon, wenn er nicht ganz so performancefressend ist. Aber wenn wir hier einfach nochmal in den 50er Abschnitt fahren.
Und jetzt bis wir crashen. Boah, was diese Räder aushalten müssen, ganz ehrlich. Okay, gut, da können wir nicht gegen crashen. Hatte ich schon die Befürchtung. Das ist noch in Meilen. So. Jetzt richtig 60 km/h. Fahren wir hier durch. Das dürfte kein allzu riesiges Problem sein. Oh, jetzt kommen wir aber relativ weit raus. Ja, das ist natürlich kein Problem, so mit 60 durchzufahren. Deswegen werden wir ihn einfach mal gegen den Baum hauen. Jetzt mit 65. Oh ja. Und das hat ihn auf jeden Fall schon ein bisschen beschädigt. Jedenfalls, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, falls ihr die Folge von gestern noch nicht gesehen habt, könnt ihr einfach auf den Kanal gehen oder noch zum Anfang zurück, weil da habe ich das ja nochmal gezeigt. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffentlich gefällt es euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG.